Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Wir stehen hier ganz idyllisch in schönen Konstanz. Ja, mal wieder. Ja, direkt am Wald. Bei uns der Stammplatz war nicht so erreichbar. Nein. Denn ja, das bei einer Kapelle, da ist halt Betrieb. Vermutlich, weil heute ist nämlich Feiertag. Ja, und deswegen haben wir uns hier am Waldrand hingestellt. Und jetzt fahren wir dann los. Ja, und zwar, jetzt hört mal gut zu, ihr wisst ja, Helle hat noch so was wie einen Nebenjob. Und wir werden ihn heute dabei begleiten. Mal schauen, ob es klappt. Das Wetter scheint mitzuspielen und ja, von daher. Die Gäste sind schon in Konstanz unterwegs und wir kommen jetzt zu den Gästen und dann fahren wir mit dem Bus nach Schaffhausen zum Rheinfall. Und wenn ihr Lust auf Wasser habt, dann bleibt dabei. Mhm, denn in Schaffhausen werden wir vermutlich, so wie es aussieht, bei dem herrlichen Wetter, eine Bootsfahrt machen. Ja, so und so, weil die schon gebucht ist. Aber bei dem Wetter macht es natürlich mehr Spaß. Also geht's gleich los. Also kommt mit. Geht es jetzt da direkt los in die Stadt von Konstanz, in die Innenstadt, und dann übernehmen wir den Bus, die Reisegruppe. Das sind lauter Gäste, interessierte Gäste aus Österreich. Und dann fahren wir schon los. Das ist dabei. Das macht es am meisten Spaß, wenn die Bus immer dabei ist. Schön kann der Weg zur Arbeit sein. Da üben, das ist das Inselhotel, das heutige Inselhotel, war früher Benediktinerkloster. Und hier diese Mauer, das ist vom Kloster Zoffingen. Das war ein Benediktinerinnenkloster. Wenn ihr euch da anschaut, da ist ein Türrahmen, der ist zugemauert. Und durch diesen Türrahmen sind die Benediktinerinnen zum See gegangen und haben ihre Wäsche gewaschen. Also bis daher ging der Bodensee. Ihr seht, Konstanz hat immer in den See hineingebaut. So, da haben wir den Stellplatz, den Womo-Stellplatz in Konstanz. Also, wir haben uns dazu eindeutig artikuliert. Da haben wir ein Konstanz-Video gemacht. Gell, Ossi, da haben wir uns schon artikuliert dazu, ne?
Stellplatz, ja. Ja, das könnt ihr euch anschauen, wir schrauben das oben rein. Ich habe jetzt bloß keinen Finger frei. Wo kommt das oben rein, wenn ich es reinschreibe? Hier, also da, wo es die Ossi anzeigt, da schreiben wir es jetzt rein, ja. Und da steht schon unser Bus. Und da gehen wir jetzt hin und sagen Grüß Gott. Und dann kommen auch gleich die Gäste von der Stadtführung. Die haben nämlich nicht dich gemacht. Die haben Kolleginnen gemacht. Richtig. Und dann fahren wir los. Gell? Jawohl, in die Schweiz. Die Engländer aufzureiten und sie hätten verloren gegen Napoleon, ist das kleine Gebäude. Das ist das heutige Napoleon-Museum. Und das ist das Schlösschen, was sich die Hortense Bonaparte gekauft hat. Die Stieftochter von Napoleon den I. Und da hat sie ihre Jahre bis zu ihrem Tod verbracht. Mit einem wunderschönen Ausblick, ja. So, das gegenüber, wie gesagt, ist die Insel Reichenau, ne? Rechts sehen Sie also den Güterhof. Das ist heute eine Gastronomie. Das war früher der Umschlagplatz für Getreide. Und hier endet auch die Schifffahrt von Konstanz kommend. Sehen Sie das kleine Schlösschen da unten mit den lila Boden, ja, und dem gelben Boot? Da steigen wir. So, und da hinten kommt schon unser Schiff. Mit dem stechen wir jetzt dann in den Rheinfall rein. Das, was man hier sieht, das sind Döbel, die man allerdings nicht sonderlich gut essen kann, weil sie sehr grädig sind. Gell, Ursi, da ist was los heute. Ja, ja, bei dem schönen Wetter. Macht ja auch Spaß. Ja. Haben wir alle, oder? Wer denkt? So, da ist die Ursi. Wir nehmen das Gemüse. Gerne mit Zauber. Ja, aber du. Hier, gell? 150 Meter breit. Und wegen den 150 Metern darf man auch sagen, größte Wasserfall von Europa. Fallhöhe, das ist nur so 20 bis 23 Meter, das ist nicht so gewaltig. Das Rheinfallbecken 13 bis 14 Meter tief. Und im Moment hat der Rhein ca. 600.000 Liter Wasser pro Sekunde. Das ist also eine recht schöne.
Die Wanderwege, die man da so. Ah, schön. Der Flak drauf kocht. Ja, das war eine, also das war eine Halle. So, Ossi, wie war's? Sehr schön war's. Wunderbar. So, wir kommen jetzt ans Ortsende von Schaffhausen Richtung Büsingen. Wenn Sie die Wasserhydranten anschauen, dann werden Sie in Büsingen, also in Deutschland, dann die gleiche sehen wie hier. Denn Büsingen ist zwar deutsch, aber die Währung ist in der Regel Schweizer Franken. Und sie werden auch von der Schweiz aus versorgt mit Strom und mit Wasser. Die Schweizer Zollstation. Und da sehen Sie den Stab stehen, da ist jetzt ja normalerweise das deutsche Hoheitszeichen dran. Das ist jetzt schon seit ein paar Wochen verschwunden. Warum, weiß ich nicht. Also alle sind abmontiert. Die lassen sich nämlich hier ihre Einkäufe abstempeln. Wenn sie dann wieder zurückkommen, dann bekommen sie Mehrwertsteuer zurückerstattet. So, das ist eines der Stadttore von Stein am Rhein. Und es ist im Zweiten Weltkrieg bombardiert worden. Okay. Da ist sogar der Gedenkstein hier. am 22. Februar 1945. Stadt Konstanz. Und zwar, weil in Konstanz haben die Schweizer das Licht angelassen und die Konstanzer. Haben's. Und ein Pilot wollte seine Bombenfracht loswerden, hat dann bombardiert Konstanz, aber leider Stein am Rhein getroffen. So ist Konstanz verschont geblieben, auf Kosten von Stein am Rhein. Ja. Sagst du das Schicksal, oder? Ja, so war es halt im Krieg. Ich will nichts mehr sein dazu.
So, jetzt sind wir hier am Rathaus von Stein am Rhein und überall steht, oder es steht an mehreren Stellen, Noe Vili. Ja? Mhm. Und das wollte ich euch kurz erklären. Also die Adeligen um Singen herum wollten mit dem abgesetzten Bürgermeister Stein am Rhein übernehmen und haben deswegen Soldaten in Weinfässern in die Stadt gebracht und auf den Ruf, auf den listigen Ruf oder Losungswort Noe Vili, also noch eine Weile, sollten die Soldaten da rauskommen. Listig deswegen, weil ja keiner was befürchtet, wenn man sagt, Noe Vili, also noch eine Weile, dann befürchtet man ja nichts, weil man denkt, es passiert nichts. Ja? Aber in Wirklichkeit sollten dann die Soldaten rauskommen und sollten dann losschlagen. Also der Bäckermeister von Stein am Rhein hat es gehört, hat es an den Bürgermeister verraten und so konnten dann diese Übernahme gestoppt werden und die Soldaten wurden verhaftet. Schöne so. Geschichte. Und selbst in so einem kleinen beschaulichen Städtchen ist der Lärm teilweise unerträglich. Ich weiß nicht, ob er was mitbekommen hat. Ja, vielleicht haben wir es rausgeschnitten, oder? Sehen das, wir mal. Ja, oder das Mikrofon hat es abgefiltert. Ja, auf jeden Fall ist Stein am Rhein ein sehr nettes Städtchen. Wunderschöne Fachwerkhäuser und alles bemalt. Ja, weil, und wir gehen jetzt zur Rheinbrücke. Ja. So, und hier haben wir einen Blick auf den Bodensee, denn in Stein am Rhein, an der Rheinbrücke, ist der Bodensee zu Ende. Das ist der südwestlichste Zipfel vom Bodensee und bis zum nordöstlichen Zipfel sind es ungefähr 70 Kilometer. Ah ja, okay. Und ja. Das Ganze nennt sich See Rhein. Richtig, weil es eine Mischung aus Bodensee und aus Rhein ist. Und ab Stein an Rhein, auf der anderen Seite der Brücke, fängt dann der Hochrhein an. Und wenn man am Hochrhein Boot fahren will, braucht man ein Hochrhein-Patent. Und hier kann man mit dem Bodenseeschiffer-Patent bis hierher fahren. Aha. Aber an der Rheinbrücke muss man umdrehen. Okay, dann kann ich ja jetzt so einen Schwenk machen, damit man auch den Hochrhein noch sieht. Ja? So, Ossi. Jawohl. So, und am Motorfahrer. Ja. Mhm. Stau in Stein am Rhein. An der Rheinbrücke. Nichts Neues. Ist ja, immer weiter. Was los. Wir gehen weiter. Aha. Genau. So? Zum Wohl. Ja, okay. Stoßen wir erst mal an. Zum Wohl. So viel Zeit muss sein. Jawohl. Also, dieser Tag ist ja jetzt leider auch schon wieder vorbei. Es geht immer alles so schnell vorbei, was schön ist sowieso. Wir hatten einen wunderschönen Tag und um euch das auch jetzt zeigen zu können, werden wir jetzt den Film natürlich noch schneiden. So sieht es aus bei uns im Studio. Da wird das jetzt alles bearbeitet. Ja. Fachmännisch geprüft, von der Ursi zensiert. Ja, ja, man muss da schon manchmal ein bisschen aufpassen. Und wenn es freigegeben wird, von mir veröffentlicht. Nein, von YouTube veröffentlicht. Ich lade es ja nur hoch. Ja, eben. Aber das dauert jetzt noch ein Weilchen und heute kommt es garantiert nicht mehr raus. Klar, wenn ihr das natürlich seht, dann ist es schon wieder einen Tag später. Mindestens. Also wir fahren ja morgen weiter und mal sehen, wie wir Netz haben morgen und wie wir es rausbringen können. Wir arbeiten auf jeden Fall dran und wenn ihr seht, dann ist es ja schon erledigt. Ja, das war unsere Tour heute. Ja, eine sehr schöne Tour. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hatten auch angenehme Gäste. Ja. Es ist keiner oder es ist niemand verloren gegangen. Das ist uns wundert. Das war ja auch schon. Ja. Also sind alle wieder wohlbehalten zurück. Jawohl. Und ja, wir genießen jetzt unseren Abend, schneiden das Video für euch und dann geht es schon weiter mit unserem Ausflug. Wir wollen noch mehr bringen, weil wir fahren jetzt dann auch noch weiter in die Schweiz. Teilweise natürlich mit Reisegruppen,
teilweise aber auch ganz privat. Mhm. Und da werden jetzt in den nächsten Tagen noch ein paar Videos rauskommen. Ja, genau. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, Daumen geben. Jawohl. Und wenn ihr öfters was von uns sehen wollt, dann abonniert uns einfach. Ja, und drückt das Glöckchen. Genau. Jetzt haben wir aber alle Vorschriften erfüllt, oder? Ja. Also, dann sagen wir zum Wohl. Habt eine schöne Zeit, eine gute Zeit. Und wir melden uns wieder. Bleibt uns treu. Ja, also bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Ist aber Schluss, oder? Ja, genau. Jetzt müssen wir mal was tun. Tschüss. Tschüss.